Das war mal ein harter Kampf, hier anzukommen. Hallo Kari. Hallo Dennis. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Das Auto ist abhanden gekommen, es war leer. Es ist die alles. Fracht ist leer. Ja, alles ist leer. Wir wurden von wegelagernden Geistern überfallen, das habt ihr ja noch gesehen am Ende der letzten Folge. Und die haben leider auch das Auto leer gezupft und deswegen, und außerdem hatte das Auto keinen Strom mehr. Wir haben es jetzt einfach alles liegen gelassen, denn das, was zählt, sind die menschlichen Beziehungen, die menschlichen Bindungen, wir und Mama. Und Lockne. Und Lockne. Aber das werden wir ja gleich sehen, wie die sich vertragen. Wir erinnern uns, wir bringen gerade Mama zu ihrer Zwillingsschwester. Papa. Die Papa, genau. Lockne. Und da steckt mehr dahinter, wie wir gelernt haben von Mama, war Mama die Leihmutter für ihre Schwester. Und das war dann das Baby, deren Mama sie war. Dass er dann gestorben ist bei so einem Terroranschlag. Und dass wir jetzt gerade endgültig von ihr getrennt haben. Mit unserem neuen, tollen Geistermesser. Was wir wahrscheinlich nie wieder benutzen werden. Wahrscheinlich nicht. Wobei, vielleicht schon. Wobei, man muss sich halt doch zu blöd zum Schleichen. Das stimmt. Man muss sich halt anschleichen, das ist das Problem. So, Lockne, was ist jetzt hier? Mama. Angeforderte Fracht geliefert. Ganz ehrlich, die hat keiner angefordert. Vor allem wird jetzt auch so da in dieses Hochregal reingehen. Ja, bitte. Einsortiert. Ach komm, mach das so. Kommt jetzt die echte Lockne an oder nur das Hologramm? Hä? Hm. Warum ist sie jetzt halb tot oder was? Wieso muss sie jetzt auf eine Trage? Von der Reise. Eben hat sie uns noch von ihrer Geburt erzählt und jetzt... To save her. I couldn't. You don't have to say anymore. Lockne. You need to fix his Cupid. I couldn't save our child, but you can save our world. Only you. I love you. You hear me? Forever. And always. Now, make the world whole. Okay? Just like you make me. Das ist wie bei der Prequel-Trilogie bei Star Wars, wie Padme Amidala. Sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Oh, das können die Elben auch. Aber sie tun es nie. Sie tun es. Albernes. Das wird nur mal gesagt. Es gibt ja wohl diese medizinische Condition tatsächlich, dass man sozusagen so viel Trauer hat, dass das Herz einen Schock hat irgendwie. Mhm. Das ist wohl schon passiert, aber. Es klingt trotzdem immer wie etwas, was sich Nicholas Sparks ausdenken würde. Okay, warum auch immer Mama jetzt gestorben ist, wer weiß das schon. Eben hat sie uns noch erzählt von ihrer Geburt. Ja, vor allem, plötzlich wir haben das Kind abgetrennt, dann haben wir sie da rumgetragen, da war sie auch noch. Dann war sie stundenlang unterwegs mit uns, tagelang innerhalb des Spiels sozusagen. Wieso, wenn in einem Film einer dann noch so, um einen Satz zu sagen, noch am Leben bleibt und dann so, ach. Ich liebe es immer bei Filmen, wenn der Held irgendwo ankommt und da ist auf jeden Fall vor Stunden ein Massaker gewesen. Ja. Stunden aber vorher. Einer lebt noch, der ihm dann noch letzte Worte sagen kann und stirbt dann nach den drei Worten, die er noch sagt. Er hat darauf gewartet, dass der Held kommt. Ja. Der wusste, da kommt noch. Am Leben geblieben. Nur für ihn. Nur um den Plot voranzutreiben.
Kannst du uns erklären, warum sie jetzt gestorben ist? Lochner, erklär mal. Now. All that she went through. I had no idea. I thought she'd severed our bond on purpose, that she stole our child and ran. I fixed your Cupid like she asked. The limiter should be functioning properly now. There is one thing. Before I sat down to work, I took a long, hard look at the code. I'm pretty sure someone's tweaked it. Either that, or my memory's going to pieces. Someone rewrote your code? Rewrote might be overstating it. Let's just say it wasn't the latest version I released. And yet, because of it, I was finally reunited with Malingan. Could be we found our culprit already. She died beneath the rubble, with our child still inside her. Her ka passed over to the other side, but her ha remained, bound to our dead daughter. She knew all of this, of course. That's why she kept one cuff loose. Didn't want anyone seeing her vitals. Shame she couldn't use her favorite invention. She did all that to keep me and our daughter safe. Also ich glaube, das Spiel möchte uns vermitteln, sie war so eine Art Zombie. Mhm. Also irgendwie. Ich weiß doch auch nicht. Wenn ich wüsste, was hier abgeht, würde ich es euch erklären, Leute. Ganz ehrlich. Lest euch Interpretationsforen-Einträge durch. Also ich meine, wir interpretieren ja hier auch die ganze Zeit vor uns hin. Aber wenn euch das nicht reicht... Ich interpretiere... Warum ist da so viel offen? Da sind noch so Bereiche, die nicht verknüpft sind dazwischen, aber ich wüsste nicht, welche das sein soll. Können wir hier mal gucken. Ich habe einen Stabilisator, okay. Guck mal, da oben rechts und so, aber wir sind ja sozusagen da schon lang. Aber ich wüsste nicht, wer da sein soll. Aber vielleicht erfahren wir jetzt von Leuten, die da wohnen, die man dann da... Das sind ja immer diese Einsiedler, die dann da irgendwo wohnen. Vielleicht ist da, sind da noch mehr Hollywood-Stars oder so. Mal gucken. der Empfang ist gerade nicht gut. Sis? I can hear you. We're whole again. We're one. Like before in the womb. Remember? Sind sie jetzt ein und dieselbe Person? Ich rede mal kurz mit dem Mann mit der Maske. Ich bin gleich wieder da. Yes! Warum wollen wir da hin? Achso, wegen der Präsidentin. Ich vergaß. Ach, das mit Mads Mikkelsen. Picture on its own, but the languages, the names and terms we picked out, the munitions we could identify, everything seems to indicate that you were on a battlefield over a sah ja auch nach Erster Weltkrieg aus, also. World War One, to be precise. It wasn't a dream. It wasn't a hallucination. Maybe you were spirited away to another dimension or something. Given the time discrepancies, maybe you were sent to a beach. Can't say anything for certain. That said, I've never heard of a beach turned into a battlefield.
Jeder lebt in dem Himmel, in dem er leben will. Sozusagen. Strände, diese ja, mystische Strände, ja. Nicht einfach nur Ballermann. Der wurde auch von menschlichen Willen gefunden. Leider ja. Leider sagt er dann alles darüber aus, wie dumm der menschliche Wille ist. So. Okay, sie ist jetzt derweil mit ihrer Schwester in ja, trauter Eintracht. Ja, sie liegt wahrscheinlich gerade im Bett so und umarmt sich selbst und findet sich total super. Ey, da könnte ich aber nicht mehr masturbieren. Das wäre irgendwo incestuös, irgendwie so leicht. Wobei, wer weiß, was die als Jugendliche gemacht haben, die beiden. Die scheinen sich ja doch recht nah gestanden zu haben. Ich will jetzt aber auch nicht mutmaßen. Das ist hier immer noch ein jugendfreier Content. Also nein, aber... Hallo, liebe Kinder, ich grüße euch. Ich gebe aber immer bei, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, an, es ist nicht speziell für Kinder geeignet. Weil man kann das ja so einstellen. Davon hat man aber eigentlich keine Vorteile, wenn man das macht. Weil es wird dann zwar eher Kindern empfohlen, also wo der YouTube-Algorithmus denkt, das sind Kinder. Was ich schon immer gruselig finde, dass der das erkennt an dem, was du so guckst. Naja, aber das finde ich jetzt nicht so gruselig, also... Ja, okay, das ist noch in Ordnung. Also, du guckst ja schon andere Sachen, wenn du 10 bist und wenn du 15 bist und wenn du 30 bist. Also, ja, also wenn ich 10 bin, hauptsächlich Fortnite-Videos, wenn ich 15 bin, hauptsächlich Fortnite-Videos und alles danach keine Fortnite-Videos. Ja, aber ich meine, das finde ich jetzt das am wenigsten gruselig an so einem Algorithmus. Mhm. Dass er dein Alter erraten oder dein Geschlecht erraten kann. Ich will mal kurz den Rucksack anpassen. Wir haben, glaube ich, ja da irgendwas Neues für den Rucksack bekommen. Zusatzakku... Accessoires, was kriegt da die Windmühle? Guck mal, die hänge ich da noch an. Oh. Objekt herstellen, was war das? Reserve? Also Animal Crossing hier, wo man sein Zimmer so... Genau. Genau so. Ist genau das gleiche Spiel eigentlich. Wobei so mit niedlichen großen Köpfen und so, die Death Stranding-Leute alle mit Guillermo del Toro mit so einem großen Kopf und der läuft immer so rum. Guck mal, ich kann jetzt hier so einen Stabilisator herstellen, der mir das dann ermöglicht, leichter die Balance zu halten. Mhm. Kann ich den da noch zusätzlich draufpacken? Ja, ne? So. Passt. Ich kann das da nicht noch hinten drauf packen. Warte mal, kann ich den entfernen? Was war das vorher? Ein Akku. So. Ich will nur gucken, ob man mehrere Sachen da drauf machen kann. Och nein, die Granatentasche auch entfernen. So, jetzt müsste ja genug Platz sein, oder? Oder Stabilisator. So, wieso hängt denn der so komisch? Achso, jetzt. Was hat er? Wieso ist da jetzt ein Farbschema ändern? Ach, ich kann den noch. Oh, guck mal, ich kann es alles bunt machen. Ist ja doch wie bei Animal Crossing. Es ist fantastisch. Das ist übrigens der Titel dieser Folge. Wie bei Animal Crossing. Alles wie bei Animal Crossing. so, jetzt möchte ich aber gerne mal... Ja, das ist unser nächstes Let's Play. Nein. 200 Stunden Let's Play. Okay, man kann immer nur eine sein. Dann will ich aber lieber den Akku haben, weil... wieso kann ich das... Warte mal. Entfernen. Doch. Hier. Granatentasche und... Ist der Reservemunitionsbehälter, den kann ich auch haben. Und den Akku. Nee, du bist so gut. Ja, aber ich mag doch einen Akku haben. Oh Mann. Ja, dann musst du den Reservemunitionsbehälter. Der kommt weg. Ach, das ist hier ein Tetris. Ey. The Menü Game. Menü the Game, ja. Auf jeden Menü's Fall. Trending. So. Ja, ganz toll. Wie wir das wieder gemacht haben. Ja. So, jetzt quatschen wir mal mit BB, da ist ein Ausrufezeichen. Der will uns bestimmt irgendwas Wichtiges sagen. Mhm. Hä? Where is the baby? Baby wurde auch aufgemotzt. Ich hab's geklaut. Fragile warped me here. Wieso warpen wir nicht? Weil wir immer irgendwelches Zeug dabei haben. Und er hatte halt nichts dabei. Don't worry. I didn't come all this way for the sightseeing. Kann man das Zeug nicht extra? Your beloved BB has a serious issue. Oh, nächste Episode gestartet. Woo! Wir kommen tatsächlich voran, Leute, in diesem Spiel.
Also nicht schnell, aber überhaupt. Storytime. To their still mothers back at HQ. Bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. Their place is not here with us. Diesen dummen Teil der Lore kennen wir mittlerweile. Ja. No greater affinity for one world or the other. But BB28 natürlich nicht, als er es viermal erklärt hat, meinst. Es mag dich zu sehr. Willst du mir das damit sagen? Ich muss den Baby erschlagen. Partners. Sam, a baby's a tool, not a human being. Hallo. Yes, baby, no. So tell me what the problem is. This tool, this weapon, is transforming into a living being. It's gaining weight. Its brain activity is increasing. It's accumulating memories. BB-28 is becoming self-aware, becoming an actual child. Plomb, plomb. Doesn't sound like a problem to me. It's hardware, Sam. Manufactured for a purpose. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk. Holen wir es da halt raus und ich mache das ohne Baby. Simply in removing it. Which hardly matters. Ja, ich brauche nur genug Blutgranaten. Ich brauche keinen Scanner. That's right. Not even the pod will be enough. It'll be bricked. What do we do? We reset it. You'll have to leave it with me. Nein! I'll cut the cord that links the two of you and then perform an operation that reconnects it to the other side. Think of it as a little tug to correct its alignment. To put it back where it belongs, right between the world and the living. Geschlechtskorrekturmaßnahme oder so, wo man einem Baby schon irgendwie den Pillermann abschneidet, weil es eigentlich ein Mädchen ist und so. Also biologisch. Und die Eltern das nicht wollen. So. Warum heißt das Baby eigentlich Lou? Seit wann? Es ist einfach passiert. Plötzlich heißt es so. Nein, gib ihm nicht das Baby. Du bist nicht das Baby. Voll in die Fresse gepinkelt. This is why I hate these things. Aber wieso sagt Sam denn jetzt nichts? Weil Sam eine Lulle ist. Ja, so echt voll der schlechte Papa. Now your BB has added insult to injury. Ich glaube, es kommuniziert mit uns. Ich gehe jetzt duschen mit Klamotten. Was für ein Trottel. Warum? Und das Kind hat die Klamotten angepinkelt. Denk doch mal nach. Ja, okay, stimmt. Jetzt macht das plötzlich alles Sinn. Das steht da gejammert, der Torre in der Dusche. Hast du, als du das erste Mal irgendwie Hellboy oder Pan's Labyrinth gesehen hast, gedacht, dass du irgendwann mal ein Spiel spielst, nee, wo Guillermo del Toro in deiner Dusche steht? Nee. Also ich meine, das ist alles... Gut, dass er dafür den Hobbit aufgegeben hat, damit er... Oh Gott, und den Halo-Film, den wollte er doch auch noch mal. So, was ist jetzt... Wieso darf ich jetzt... Ja, dann trinke ich erstmal was. Ja. Erstmal ein bisschen Product Placement. Im Zweifelsfall. Kann nie schaden. Immer erstmal was trinken. Während er da hinten in der Dusche rumwackelt. Hat er sich jetzt ausgezogen oder hat er noch. Nee, er hat immer noch seine Sachen an. Zeig mal. Können wir vielleicht mit ihm zusammen duschen? Oh, neue Würfel. Man's Love! Was macht er jetzt? Was macht er jetzt, der Sammy? Ach, hat er gar nicht geduscht, oder? Er stand nur in der Dusche. Hä? Was ist das für ein Scream? Das macht alles gar keinen Sinn. Der Körper hat das Baby wahrscheinlich. Oh!
No one can spy on us in here. It's just you and me. What? What's happening? No audio records of what we say. Es gibt Tonaufnahmen sonst? No video for lip reading analysis. Get closer. Ja, ich glaube letzteres. I've been doing some digging into the first BP experiments. Officially, they were suspended by the government following a void out which claimed the life of the then acting president. Documents were shredded. BB technology banned, yes? But obviously, the experiments continued in secret on the direct orders of President Strand. Bridget? Oh, jetzt kommt der Teil. Warning, excessive weight. Ist das ein Fahrstuhl oder was? She had big plans for them. They weren't designed just to be BT detectors. She wanted to incorporate them into the Chiral network to facilitate travel to the beach. Die Perspektive, ey. Came to fruition. And now BB Tech has fallen into terrorist hands. What's Die Hardman's part in this? I'm afraid to find out. I don't know how long he was working for Strand. I don't even know his real name or his face. Since you two go further back. Corona-Regeln nicht eingehalten. Sorry, wearing a mask when I met him. Something about burning his face. Right. Sorry. Sag bloß, der Hartmann ist der Typ, der uns immer klaut. Das wäre so typisch. Aber dann die gleiche Maske. Ja. Ich dachte, das wäre so die Standard-Gesichtsmaske, wie bei in Corona alle diese türkisfarbenen Gesichtsmasken tragen. By compiling fragmented data in the public domain from all across the country, I might be able to piece together a little more of the puzzle. Also im Endeffekt ist die Story wieder mal, wird dadurch vorangetrieben, ja, verbinde weitere Städte, damit ich mehr weiß. Also eigentlich das, was wir immer machen. So, das war erotisch. Danke dafür. Das hat Spaß gemacht. Well, Sam, you're a good sport. I'll give you that. Still, it's a fine way to get out of doing the laundry. Ich glaube, da wird jetzt keiner irgendwie aufmerksam, wenn zwei erwachsene Männer mit Klamotten duschen gehen. Oh no. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, laute Musik anzumachen und dann drüber zu reden. I never managed without your help. Check the delivery terminal upstairs for the details. Lass das Baby hier. Was? Das ist mein Baby. Hör auf. Aber wie sie gar nicht lange darüber diskutiert haben, dass wir das Gedächtnis von Bibi löschen. Ja. Entschuldigung, von Lou. Ja. Ja, das war die wahrscheinlich seltsamste Dusche, die ich jemals in einem Videospiel durchgeführt habe. Mhm. Abgesehen davon, dass ich noch nicht viele durchgeführt habe. Es gibt auch dieses Spiel, Shower with the Dead. Shower with the Dead, ja, das ist... Da musst du das noch spielen. Da wissen wir ja schon, was unser nächstes Spiel wird. Ja, Leute, bis zur nächsten Folge. Denkt mal drüber nach, was ihr hier gesehen habt. Ja. Und vergesst es dann ganz schnell wieder. Das ist so mein Hinweis für euch. Ciao. Tschüss.